Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wie es ausschaut, sind wir hier so dran, dass die Geothermalgeneratoren nicht genug produzieren können. Ich sollte hier wieder mal add simple. Und dafür brauche ich wieder die Marken. Habe ich davon überhaupt noch was? Weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe, fehlt mir nur der Cauldron. Okay. Cauldron könnte ich zum Beispiel noch machen. Dann noch für ein paar Sachen auf Lager. Und wenn ich jetzt das... Drei sind doch schon mal ein Anfang. Dann mache ich die geupgradete Variante noch. Dann habe ich noch drei weitere. Und setze die hier dazu auf. So, da brauche ich Energy Extraction Cable. Energy. Wo ist denn ein Energy Extraction Cable? Lass mal ein Stack von denen nachmachen und dann von den Platten ein paar. Sonst stehe ich blöd da. So. Davon habe ich jetzt ein paar gebraucht mal. Hier so. Und hier oben auch. So. Die Verbindungen passen alle. Jetzt können wir rein theoretisch die abschneiden. Das Kabel geht ja hier so durch. So, die pumpen jetzt Lava as fuck. Und ich hätte dann später gerne noch eigentlich drei dazu. Kann ich nicht noch drei machen einfach? Add simple. Wie war das? Irgendwie konnte ich das nicht speichern. Ich bin bloß zu blöd wieder dazu wahrscheinlich. Ah ne, jetzt ist mir die Magma Cubes sind mir ausgegangen, ne? Da war was. Aber ich hatte den noch hier vorne drin, oder? Da braucht hier nur Lava für. Warte mal, wo ist er denn? Ne, der war jetzt auch hier noch irgendwo im Inventar drin. So blöde Coden. Ich habe den vorher noch gesehen. Mechanical sind wir noch. Mechanical da haben wir noch. Warum macht mein Zeug jetzt wieder alles so die ganze Zeit? So, okay, Energie kriegt er. Und jetzt braucht er nur noch Lava rein. Er hat einen Lava-Zugang. Ah, nee, er hat noch Lava drin, okay. Bedeutet, wir können jetzt echt einen Fluid-Extract nehmen, rein theoretisch. Fluid. Nicht Luid, Fluid. Meine Freunde, ich habe ehrlich gesagt, dass Gewitter still sein soll. Music, Weather. Dann. Euer Scheiß Ernst? Und was fällt es? Master Volume, Hostile Creatures, Friendly Creatures, Ambient Environment. Aber das ist ja auch Steppy Steps. Das ist uncool. Da mag ich wieder haben. Ah, nee, das war mein. Okay, lass es mal so. Das war doch besser. Schauen. So, ich wollte gucken, ob ich noch. Noch ein paar und mit denen kann ich jetzt ein paar Treppen machen, damit ich dann ein Fluid Cable bauen kann. So. Stecke ich dich hier an und dann bist du versorgt damit. Nicht, dass wir das jetzt unbedingt bräuchten. Ach, schau mal. Füllen sich die Batterien hier um?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, aktuell lernen sie sich eher, aber... Na, hm. Ist wahrscheinlich eher gerade fragwürdig, der Zustand. So, du gehst hier wieder rein, dann machen wir Simple Generator. Simple Generator. Simple Storage Network. Simple Storage Mode Network without crafting from unlimited distance. Okay. Okay, der braucht dann Slime Bolts noch und Blowstone. Aber gut zu wissen. Stock Upgrade. Nee, ich wollte jetzt eigentlich wieder die hier. Was fehlt mir jetzt? Stone. Mir fehlt Stone. Stone wird mich jetzt bitte nicht an meinem Ziel hindern. Simple Soul Generator. Mich würde interessieren, der... Wo war denn der? Ich habe den vorhin irgendwo gesehen. Fluid, Simple Generator, Simple Ender, Culinary. Das ist der Combustion Generator. Da wollen wir uns auch nochmal ein bisschen mitspielen. Weil wir haben ja rein theoretisch die ganzen Sachen da. Ich habe vorhin irgendwo den... Simple Combustion bedeutet, der wird Wasser brauchen wahrscheinlich, wie Sau. Simple Combustion Generator. Okay, und der wird aus einem Simple Combustion Generator gebaut. Ah, da guck mal, da haben wir die Turbine. Ganz ehrlich, sollten wir auf Lager haben. Als erstmal machen wir unsere zwei weiteren von denen hier. Den einen noch und dann machen wir die Upgrades. Damit das System fertig ist. So. Eigentlich ist der Anschluss da unten jetzt unnötig. Das Ding sitzt jetzt auch nur da, weil es gerade so perfekt sitzt. So, der Tank ist jetzt voll, okay. Wie schaut es mit den Batterien aus? Es sind 100.000 drin gelagert gerade. Scheint aber nach oben zu gehen. Scheint aber echt nach oben zu gehen. Na? Nee, auch nicht. Jetzt ging's wieder. Jetzt gehen die hier. Schalten euch mal wieder um auf 3. Und schauen, was die Schönes machen, wenn wir bei 3 sind. Weg, dass sie drin halt Energie gespeichert wird. Ups. Das ist nicht mein Plan. Sollte die Hände weglassen von den Dingern. Na, die wird auch wieder leer gesaugt. Wahrscheinlich, weil es sich dann wieder verteilt im System irgendwo. Sind teilweise Mini-Bereiche an Energie drin. Wir werden einfach schauen, was passiert. Das wird jetzt eine Zeit dauern, wahrscheinlich, bis es sich aufnimmt und verbraucht. Weiterverarbeitet. Der eine Tank ist ja lustig, also bumm voll, die anderen gar nicht. Und die hauen jetzt ordentlich Energie hoffentlich raus. Dich bauen wir jetzt ab. Du bist jetzt eigentlich unnötig. Du bist auch unnötig gerade hier. Euch setzen wir schnell in das System hier rein. So, ach guck mal, da hätte ich noch... Da hätte ich ja noch ganz viel gehabt, das war vorhin mein Inventar, was ich nicht mehr weggekommen habe. Ich wollte ja eigentlich jetzt mir die hier anschauen. Die Simple Turbine. Was braucht die? Fluid Tank. Info. Tank Capacity 8000.
requires hot gaseous substance such as steam to generate energy. Okay, nicht so eine Windturbine oder sowas in der Art. Upgradable. Speed Modifier. Will increase the speed at which the generator runs. Use this with caution as speed and consumption rates are increased quantity. Okay. Ja, für die Zukunft ist es auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Muss man halt gucken, was man dann in Zukunft alles einsetzt. Fluid. Ein Simple Fluid Combustion Generator. Das ist jetzt sozusagen der, mit dem wir noch ein bisschen anfangen können. Finde ich auf jeden Fall. Aber wenn wir von denen eins zu aufstellen, ist das ein schöner Verbraucher von den blöden Leaves. Auch wenn wir die jetzt gut natürlich gespeichert haben. Also sie werden gut gespeichert. Ah. Schon ist das Thema jetzt wieder aufgeklockt. Resin. Ah ne, Resin, sondern wie hieß das? Iron. Hier, Amber. So, jetzt tun wir das hier wieder. Mengen ohne Ende habe ich da zur Verfügung. Ach schau, jetzt hat sich das Spiel sogar schon aufgegeben. So, okay. Dann schicken wir das nicht in unsere Maschine. Lava ist noch da. Dann viel Spaß damit. Dann sollte der nicht gleich anfangen, noch ordentlich nachzupumpen. Wie viel Iron habe ich gerade auf Lager? Auch nichts mehr. Bedeutet, wir brauchen es so oder so. Die Batterien füllen sich. Die Batterien füllen sich. Nice. Bedeutet, in der nächsten Zeit sollten sich dann die Batterielager hier aufpumpen. So. Alles aufgeschlossen. Und dann sollte das passen. Ist natürlich geil. Ich finde es halt immer noch ein bisschen creepy ohne irgendeinem Sound. Die Lava-Tanks halten sich auch, obwohl wir eine höhere Rate natürlich an Generatoren haben. Aber wahrscheinlich, weil sich das jetzt sozusagen auf der Stufe 3 ausgebalanced hat und wir so viel Energie produzieren, damit die gescheit arbeiten können, dann wird das wahrscheinlich sich ausbalancen anfangen. Und wir werden jetzt so einen großen Energiebuffer haben, dass wir nachher einen Lava-Buffer haben. Beziehungsweise wir werden jetzt hier einen, für Fluid-Cale brauche ich wahrscheinlich wieder meine Dinge, ne? Fluid Cable. Genau, dafür brauche ich wieder die Bricks. Ah, warte mal, ich war ja letztes. Jetzt weiß ich wieder, wo ich letztes Mal war. Ich war letztes bei bin ich gerade. Ich habe gerade einen Brainlag. Brainlag, Furnace. Ich war letztes Mal beim Furnace suchen. Furnace. Und da hatten wir ja den. Wir waren das? Der Resourceful Furnace? Nee. Energized Smelter. Na, da bin ich noch beim Osmium. Ultimate Fur- Alloy Furnace. Cinder Furnace. Ender Furnace. Golden Furnace Minecart. Jetzt seid ihr lustig. Was ist denn resourceful? Dry Rubber, Tiny Rubber aus Latex Processing. Das könnte ich rein theoretisch sogar schon bauen. Aus Dry Rubber und das wird aus Tin Dry Rubber gemacht und das wird aus Latest Processing Unit. Maschinen Output, okay. Ja, dann, nee, scheiße. Wollen wir das anschauen? Da brauche ich das blöde Tin Gear noch, ne? Gib mir gleich zwei Gears einfach. Ich werde irgendwann sicher wieder eins brauchen, dann habe ich eins auch gerade auf Lager. Ups, kurzer Hänger. Dann schließen wir den kurz hier an. Okay, der füllt sich jetzt hier auf. Gibt es auch eine Info, wie ich das mache? Maschinenoutput. Ja, okay, schön, aber. Provided with power, water and latex. Will produce tiny rubber. Okay, latex. Wie komme ich denn an Latex jetzt? Ah, vielleicht sollte ich latex schreiben.
Free Fluid Extractor. Scheiße, ich brauche noch mehr Stone. Na schau, dann haben wir schon mal Rubber. Ist doch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Wenn wir ein bisschen Rubber haben. Stone. Noch einer, komm. Der wird doch sicher in einer Sekunde auftauchen. Nur eine Sekunde, perfekt. Und dann kann ich, wenn wir in die Latexproduktion einsteigen, das hier anschließen. Wait, what? Okay, und ich muss jetzt das davor platzieren, oder was? Okay, wenn ich jetzt... gibt's hier auch eine Info zu? Latex Tank. Nope, das ist der falsche Port, das Extraction Cable. Einfach mal zum Testen, ich will wissen, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Habe ich noch ein Extraction Cable? Ja, habe ich hier noch ein paar. Was mache ich denn für Sorgen? Front left. Okay. Fluid Containers. Okay, Latex. Was geht denn hier ab bei mir? Versteh's gar nicht, Latex. Kann ich jetzt sozusagen... Ich gebe jetzt ein Merlin Wood. Ich hab doch Merlin Wood Tree bestimmt noch, oder? Merlin Wood. Let's try this out. You made this mess and left me with the pieces. Fluid Latex, Fluid Water. Also Latex geht jetzt schon mal ran. Okay, gut zu wissen. Der bricht es jetzt ganz, ganz langsam. Da kann ich bestimmt rein theoretisch eine Redstone-Leitung dann machen. Wenn es sein müsste. Und Water kann ich ja eigentlich mit einem Bucket einfach holen. Einfach nur einen Bucket. So einen blöden Bucket. Alter, dieser Soundmuffler, der macht mich echt fertig. Ah, ist das schlimm. Ich muss mein Wasser auch nach unten tun. Tablet, wie kann das sein? Shit. Sieht echt alles voll gemacht. Ups. Ein bisschen Wasser, Buckets auf Lager ist auch nicht schlecht. So. Die Lava-Tanks schauen gut aus. Unsere Energiereserven schauen auch sehr schön aus. Sie füllen sich gleichmäßig. Und jetzt kann ich da bestimmt hier zack, 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 zack. Zack. Auffüllen. Jetzt fängt er an, so ein tiny Robot zu machen. So, und wenn ich jetzt wieder nach Furnace gucke, dann war hier dieser Furnace. So Furnace. Und der braucht Plastik. Und das kommt aus Dry Rubber und dafür brauche ich Tiny Rubber. Und jetzt, also er braucht nur eins, dann wird das draus gebrannt. Okay, bedeutet, ich brauche 4x9. Da kann ich lange drauf warten, vor allem bei dem Wasserverbrauch.
Jetzt Energy haben wir rein theoretisch. Es geht jetzt nur darum, dass wir sozusagen Wassertank brauchen wollen. Gibt's was in der Water Pump? Water Pump? Watering Can gibt's. Inverted Mopfilter. Mopfilter. Okay. Infinite Water Source. Wo hab ich die jetzt gerade wieder gesehen gehabt? Infinite Water Source. Produces 10 millibuckets water constantly. Basic Plating. Leaked Ingot und Graphite Dust. Okay, gut zu wissen. Ah, dann können wir, haben wir eine Wasserpumpe. Das ist natürlich schon. Das ist vorteilhaft. Ich muss das bloß hier drin überfinden, weil es schaut. Water Cooler. Jetzt ist es lustig. Ting. Okay, aber wie viel kriege ich Graphite? Aus Crushed Coal kann das gepresst werden. Okay, Manufacturer. Oder aus Graphite Ingot. Copper Oil. Okay, Flint, Piston. Ah, wir haben keinen Kopf. Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine Idee für die Zukunft. Denn, Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.